Leute, der Grund, warum Menschen euch noch provozieren können, warum sie euch noch auf die Palme bringen können, warum sie euch noch reizen können, ist, weil ihr euch zu viel dafür interessiert, was andere von euch denken, was diese Menschen auch vielleicht von euch denken. Also der Grund, warum es dich provoziert, dich wütend macht, was dieser Mensch da gerade sagt, ist, weil es dich zu viel interessiert. Ab dem Zeitpunkt, wo es dir sowas von egal ist, was andere Menschen von dir denken oder was sie über dich sagen, ab diesem Zeitpunkt bist du wahrhaftig frei. Wenn du aber immer noch zu viel dem, wenn du immer noch dem Ganzen zu viel Macht gibst, was sie denken, was sie sagen und sowas, und das kümmert dich so sehr, dann haben diese Menschen immer Kontrolle über dich. Aber wenn es dich dann nicht mehr juckt, wenn es dich nicht mehr juckt, was andere von dir denken, was andere sagen, was die von sich geben, es darf dich nicht mehr jucken. Ab diesem Zeitpunkt bist du wirklich frei. Und das wünsche ich mir für euch alle. Seid endlich frei und befreit euch von jedem Druck, so von wegen Dazugehörigkeitsdruck, ich muss dazugehören. Lass es los. So, ey, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, weil der sagt das, der sagt dies. Befrei dich von diesem ganzen Quatsch. Befrei dich von diesem ganzen Zeugs, weil das ist das, was dich noch in der Box hält, was dich noch klein macht. Aber du wirst aufsteigen aufs nächste Level, wenn du endlich dich nicht mehr dafür interessierst, was andere sagen, was andere denken über dich. So, es darf dich überhaupt nicht mehr jucken. So, was andere über dich denken. Ab dem Zeitpunkt, wo du dir selbst eingestehst, so auch, ey, es kann mich gar nicht jeder leiden. Nicht jeder wird mein Freund sein. Nicht jeder kann mein Freund sein. Ich will gar nicht alle als meine Freunde. Ab diesem Zeitpunkt bist du wirklich frei. Aber wenn du immer noch versuchst, mit jedem Freund zu sein, mit jedem cool zu sein, mit jedem gut zu sein, dann verlierst du dich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du dich selbst annimmst und sagst, weißt du was, ich kann nicht mit jedem befreundet sein, ich kann nicht mit jedem cool sein, ich kann nicht mit jedem gut sein, ab diesem Zeitpunkt befreist du dich von all dem Druck, von all den Problemen und was weiß ich alles, und alles weicht von dir, weil du endlich merkst, dass es gar nicht deine Probleme sind, dass es gar nicht deine Sorgen sind, dass es gar nicht deine Bedenken sind, es ist das, was die anderen sagen, es ist das, was die anderen denken. Und dich juckt es jetzt nicht mehr, jetzt bist du frei, jetzt kannst du endlich mal das tun, was du wirklich tun willst, jetzt kannst du endlich mal du selbst sein, wahrhaftig. So, deswegen, das ist so ein Problem von nicht nur dir vielleicht, von so vielen. Ihr gebt noch zu viel Wert darauf, was andere über euch denken, was andere über euch sagen. Also ich hatte natürlich auch meine Zeit früher, wo das bei mir auch so war. Mittlerweile, je mehr ich das alles ablege, desto freier bin ich, desto freier werde ich, desto mehr bin ich ich selbst, desto mehr verfolge ich meine Träume, meine Ziele und mache tatsächlich das, was ich machen will. Weil wenn du immer noch dem Ganzen zu viel Macht gibst, das, was die sagen, das, was sie denken, dann bist du nie wirklich du selbst. Du machst nur Dinge wegen den anderen oder für andere. Oder weil die das sagen, weil die dies sagen, machst du jetzt das, machst du jetzt dies. So, wenn du das alles aber ablegst und sagst, weißt du was, mir doch egal, was du sagst, was du denkst. Ich mach das, weil ich das machen will. Weil ich das machen will. Nicht, weil der oder der oder der das und das und das sagt. Nein, ich mach das, weil ich das machen will. Das ist powerful. Das wird dich befreien. Aber du wirst immer gefangen sein, wenn du dich anpasst, wenn du Dinge für andere tust, wenn du nur das tust, weil der das will, weil sie das will, weil er das will. So, das wird dich alles immer in dieser Box halten. Das wird dich alles immer gefangen halten. Deswegen befreie dich endlich. Wen kümmert's, was der denkt, was sie denkt, was er denkt? Wen kümmert das? Sind diese Menschen so wichtig in deinem Leben?
bringen diese Menschen dir Geld? Nein. Warum kümmerst du dich dann um die? Warum kümmerst du dich dann, was die denken? Verdienen die dein Geld? Nein. Versorgen die dich? Nein. Gehen die für dich arbeiten? Nein. Lernen die für dich? Nein. Leben die für dich? Nein. Du musst doch den ganzen Quatsch alleine machen. Also, warum kümmerst du dich darum, was andere über dich denken? Im Endeffekt ist es dein Leben. Und du kannst entscheiden, was du mit deinem Leben anstellst. Andere Menschen, die können dir, wie gesagt, Ideen geben, die können dir Ratschläge geben, aber im Endeffekt liegt es dann an dir, was du dann tust. Deswegen entscheide für dich selbst und gib nichts darauf, was andere sagen, was andere denken. Im Endeffekt, die leben ihr Leben, du lebst dein Leben. Wenn die so leben und sagen dir, du musst aber auch so leben, ja, komm, ja, okay, ich muss auch so leben. Lass mich so leben, du lebst so, ist okay. So entertainst nicht mal. Wenn die sagen, oh, du musst aber so, du musst aber so, du musst aber so. Ja, komm, ich muss so, ich mach mein Ding weiterhin. Ich sag euch straight up, Leute, ich diskutiere nicht mal. Ich diskutiere nicht mal. Ich sag dann irgendwie so, ja, mal gucken, was weiß ich. Und mach trotzdem mein Ding. Ich diskutiere nicht mal. Ich sag nicht, ich kämpfe nicht mal dagegen. Es ist mir sowas von egal, was die sagen. Die sagen bla bla bla, du musst aber dies, du musst aber das. Ja, okay, ja, mal gucken. Und dann, ich mache trotzdem weiter mein Ding. Das, was ich am besten kann, deswegen, ich gebe nichts mal drauf. Ich gebe nicht mal was drauf, was die sagen. Ich gebe nichts drauf, weil ich weiß, was das Beste für mich ist. Die denken, die wüssten, was besser für mich ist. Ich weiß, was das Beste für mich ist. So, die denken nur, ich weiß es. So. Deswegen, andere können dir immer nur Ideen geben, aber an dir liegt es dann, was du aus diesen Ideen machst. Setzt du es um, ist es eine gute Idee in deinen Augen, oder setzt du es nicht um, weil es eine schlechte Idee ist. Du musst immer selbst entscheiden. Deswegen und ab diesem Zeitpunkt, wo es dir, ich sag's euch, es ist so befreiend, wenn es dir sowas von ihr wisst schon, was vorbeigeht, was andere von euch denken. Du bist irgendwo auf der Arbeit, du machst dein Ding, hast deine Hobbys, hast dein Leben und die kommen, ja, aber dies, aber das, aber du musst das, aber du musst so, aber du musst so. Oder die provozieren dich sogar. Deswegen wollte ich eigentlich dieses Video machen. Lasst uns darüber noch einmal reden. Du kennst dich selbst. Was soll dich von denen provozieren? Du weißt, wer du bist, so du schämst dich nicht dafür, so du stehst dazu. Ab diesem Zeitpunkt kann dir keiner mehr was, wenn du hundertprozentig zu dir selbst stehst, dein Ding machst und dich auch nicht irgendwie verunsichern lässt, weil die werden kommen, ja, du dies, du das, ah, du bist ja verrückt und bla bla und werden dich dann vielleicht auch provozieren oder sonst was oder vielleicht tun sie es auch. Es muss dir sowas von egal sein. Du darfst nicht wütend werden. Das ist die Kunst dahinter. So, du musst dich selbst kennenlernen. Du musst wissen, wer du selbst bist. Du musst selbstsicher sein. Und dann, wie gesagt, du darfst dich nicht reizen lassen. Du darfst nichts darauf geben, was die sagen. Denn du kennst dich. Du weißt, warum du das tust, was du tust. Und wenn die sagen, oh, das ist doch mal Quatsch, was du tust. Du weißt, warum es kein Quatsch ist, was du tust. Du weißt es. Deswegen, was die sagen, ist alles irrelevant. Was ist das Tatsächliche? Was ist die Realität? Was ist die Wahrheit? Folge immer der Wahrheit und nicht dem, was die ganzen Leute da quatschen und von sich geben. Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Fang auch nicht an, mit denen zu diskutieren und denen zu sagen, ja, aber es ist so, es ist aber so, es ist aber so. In den meisten Fällen haben die nicht mal Interesse daran, dir zuzuhören, wie es tatsächlich ist. Die folgen einfach nur ihrer Agenda. Und das ist dir auf den Sack zu gehen. Auf den Zeiger zu gehen. Die kümmert es nicht mal, was du zu sagen hast und so. Deswegen, in den meisten Fällen, ich sag's euch, ich blende das aus. Ich höre schon gar nicht richtig zu. Ich sage dann, ja, mal gucken und mach dann trotzdem mein Ding. Wenn ich nicht mal richtig zuhöre, es kümmert mich nicht mal. Die labern Käse. Ich geb nichts drauf. Wer bist du? Was willst du mir sagen?
Was willst du mir? Wer bist du? Geh mal. Mach dein Ding. Guck auf dich und guck nicht auf mich. So, deswegen, den meisten Leuten höre ich nicht zu. Gerade wenn die so kommen, so irgendwo auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Oh, du musst aber, du musst dies, du musst. Alles klar, sag du mir, was ich tun muss mit meinem Leben. Komm, ich weiß ja noch nicht Bescheid. Okay, alles klar. Das ist keine Arroganz. Das ist einfach nur, die meisten, die haben selbst keinen Plan und wollen dir was sagen. Es gibt so viele von diesen Menschen, eine Hand aufs Herz. Wie viele gibt es da draußen? Die haben selbst keinen Plan, leben selbst nur noch 15 und wollen dir irgendwas sagen, was leben. Und du denkst dir, Bro, krieg erstmal dein Leben auf die Reihe, bevor du mir Ratschläge gibst. Genau diese Menschen meine ich. Wenn das Menschen sind, die über dir stehen, das ist was komplett anderes. Wenn die dir Ideen geben, deswegen sag ich ja, du kannst die Ideen annehmen, wenn die Ideen gut sind, in den meisten Fällen aber blende es aus, weil es Bias ist, weil es Nonsens ist, was du nicht brauchst. Dann kriegst du irgendwelche schlechten Glaubenssätze, nur weil die dir das und das und das sagen. Blende das aus. Glaub da nicht dran. Hab nicht mal Interesse daran, das zu verstehen oder was weiß ich, was die sagen. Es darf dich nicht jucken, es darf dich nicht überhaupt nicht kümmern. Es darf dich weder interessieren, noch jucken, noch kümmern, noch irgendwas, was andere von dir denken oder was sie über dich sagen. Es darf dich null interessieren. Ab diesem Zeitpunkt, ich garantiere es euch, ihr werdet frei sein, ihr werdet euch selbst besser kennenlernen, ihr seid euch selbst treu, ihr fühlt euch geil, weil ihr endlich das tut, was ihr wirklich tun wollt. Ihr geht euch nicht mehr fremd. Ihr verrät euch nicht mehr selbst. Oder verratet oder wie auch immer. Ihr hintergeht euch nicht mehr. Ihr macht das, was ihr tun wollt. Und das ist das allergeilste Gefühl. Deswegen, was andere sagen, was andere denken, ist schön und gut. Das Wichtigste ist, was willst du? Und jetzt geh da raus und tu das, was du tun willst. Let's go. Peace.